Heute Morgen in den Gottesdienst reinstarten dürfen. Vielen Dank fürs mit hineinnehmen. Und so schön, hey, wie am Sonntag. So schön, dass dieser Saal so voll ist, dass wir zusammenkommen können und Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte euch alle wirklich begrüßen zu diesem Heartbeat-Gottesdienst in dieser Staffel. Und ich freue mich, dass ihr hier vor Ort seid, dass ihr euch auf den Weg hier ins Missionsschulungszentrum gemacht habt oder dass ihr jetzt online eingeschaltet habt und zuschaut. Richtig schön, dass wir gemeinsam Heartbeat-Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte besonders hier vorne unseren vorderen Block, unsere Konfis begrüßen, die von ihrem Konfirmandenwochenende kommen und heute da sind. Und alle Gäste, die vielleicht heute das erste Mal oder mal wieder hier bei uns in der Missionsberggemeinde seid. Richtig schön, dass ihr da seid. Falls ihr Fragen zur Liebenzeller Mission oder zur Missionsberggemeinde habt, könnt ihr sehr gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen und die stellen. Und wir haben einen weiteren Gast heute, der sein Herzwort mit uns teilen wird. Es wird Klaus-Dieter Mauer sein. Schön, dass du da bist. Und wir werden uns weiter bis zum UPC im März mit den Herzworten von verschiedenen Referenten beschäftigen. Und da bin ich gespannt, was Klaus-Dieter heute uns mitgebracht hat. Und ich finde es wieder so beeindruckend, wie wir diese Verheißung haben, dort, wo wir uns in seinem Namen zu zweit oder zu dritt versammeln. Dort ist Jesus mitten unter uns. So möchte ich auch heute nochmal am Anfang diesen Reminder setzen. Jesus ist hier. Und lade ich dich ein, das auch nochmal bewusst zu machen. Was verändert es? Wir kommen so aus unserem Alltag und ich möchte sagen, hey, Jesus ist bereits hier. Und ich würde einfach sehr gerne mit einem Gebet starten und da vorne ganz kurze Stille lassen, indem du ganz persönlich sagen kannst, hey, Jesus, hier bin ich. Was hast du heute vorbereitet für mich? Und so würden wir starten und ich nehme vielleicht den Gedanken mit, Jesus, hier bin ich. Was hast du vorbereitet für mich? Wir beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Wir sind da und wir sind bereit. Wir möchten in diesen Gottesdienst hineingehen. Wir möchten uns darauf einlassen, was du heute uns sagen möchtest, wo du uns ermutigen oder ermahnen möchtest, Jesus. Sein. Danke, dass du bereits schon hier bist und vorbereitet hast und auch kennst, wo unsere Gedanken gerade noch sind, was dieses Wochenende war, was letzte Woche war. Jesus, wir wollen es zurücklassen und wollen diese Zeit bewusst hineintreten und zu dir kommen. Jesus, danke, dass du mitgehst, dass du da bist. Wir beten in deinen Namen und sind in Erwartung in diesen Gottesdienst. Amen. Hey, vielen Dank, dass ihr uns als Lobpreisteam mit in die Anbetung nehmt und wir so auch auszugeben können. Hey, Jesus, hier sind wir und wir möchten dir die Ehre geben. Anfang an, jetzt habe ich dich gefunden.
geschenkt hast. Dadurch, dass du am Kreuz gestorben bist, hast du für uns alles bezahlt und den Weg freigemacht. Und jetzt möchten wir uns freuen auf diesen Weg, den wir zu dir hingehen. Wir möchten dir zurufen mit einer festen Hoffnung, Hosianna, dass du kommst, dass du der Erlöser bist. Herr, lass uns einfach dir zu singen. Thank you.
So, Klaus-Dieter, schön, dass du da bist. Wir wollen jetzt einfach noch mal kurz irgendwie ins Gespräch kommen. Du hast mir erzählt am Telefon, du bist jetzt 40 Jahre dieses Jahr irgendwie mit Liebenzell unterwegs, mit Ausbildung und Arbeit und. Ich muss dich verbessern. 50 Jahre. Oh, Entschuldigung. Hey, wer ist denn 50? 10 Jahre unterschlage ich. Wer ist denn 50 und älter? Na, so ein paar. Toll, herzlich willkommen. Wer ist jünger? Ihr anderen. Boah, gut. Ja, wunderbar. In diesen 50 Jahren stecken 25 Jahre Zeltmission, Gemeinschaftsarbeit und zuletzt die Leitung der SLG auch. Also die Studienlebensgemeinschaft hier auf dem Missionsberg, bevor du dann so quasi in Ruhestand gegangen bist, was nicht wirklich Ruhestand ist, wie du mir auch erzählt hast. Hey, nimm's doch mal kurz mit hinein, wie sieht denn jetzt gerade so dein Alltag aus? Wie laufen deine Wochen so ab? Ich bin Rentner. Ja, meine Frau darf das merken. Und ich habe ihr sogar versprochen, 2 Wochenenden im Monat bin ich daheim, damit ich mit ihr in unseren Gottesdienst gehen kann und sonst bin ich on Tour. Weil ich muss unterwegs sein. Also immer dieselben Leute, das geht ja so auf den Keks. Und vor allen Dingen das Evangelium weitertragen. Und deswegen, also letzten Sonntag war ich zum Beispiel in Boxberg. Das ist da Badisch-Sibirien irgendwo, sagt man, glaube ich, da bei Würzburg. Dann das Wochenende davor war ich auf dem Dobel mit einer Freizeitgruppe. Ha ja, und dann davor war ich mit meiner Frau im Gottesdienst. Und Woche über, ich habe ja meinen Master noch in Coaching gemacht, hab so etliche, mit denen ich dann immer bei uns im Wengerthüttle sitze und zuhöre und versuche, ins Leben hineinzusprechen. Wunderbar, das hört sich nach einem sehr vollen und auch gesegneten Alltag aus. Aber nehmen uns doch mal irgendwie mit hinein in so eine Geschichte, vielleicht aus dem letzten Jahr, was du auch in deiner Arbeit, im Unterwegssein immer wieder erlebst, auch wo Jesus vielleicht in Leben hineinspricht. Ja, ihr seht ja, ich habe Cortison nehmen müssen wegen meinem Krebs und was da alles mit dran hing. Und ich habe zugenommen, das knallt. Aber bevor ich das musste, dieses Cortison nehmen, was ja ein Rattengift ist, aber es hilft, da war eine Evangelisation im norddeutschen Bereich. Und zwar, da waren 5 bei der DLRG, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, ehrenamtlich, in so einem Hallenbad. Und die haben gesagt, die Leute vom Hallenbad kommen nie in Gottesdienst. Dann muss ein Gottesdienst ins Hallenbad. Und dann haben sie alle möglichen wohl angesprochen und dann haben sie auch mich angesprochen. Und ich habe gesagt, na klar, mache ich. Warum nicht? Wenn jemand will, dass Gottes Wort läuft, dann volle Pulle. Aber das war was. Auf dem 5er stand die Band und hat Lobpreis gemacht. Das Licht, die Neonröhren waren aus abends und es waren so Spots und auf dem Wasser kringelte das so, boah. Und wenn die Band Pause hatte, bin ich auf dem 3 Meter Sprungbrett gestanden, in Badehose natürlich, und habe das Evangelium verkündigt. Und da habe ich Amen gesagt, bin ins Wasser gesprungen und dann waren mindestens schon 2, 3, die mit mir über den Glauben an Jesus Christus reden wollten. Ja, wow, immer wieder mit kreativen neuen Ideen Leute erreichen und für Jesus begeistern. Ja, gerne Applaus. Ja, aber da fragt man sich, wenn man zu viel unterwegs ist und das ganze Leben auch immer irgendwie davon bestimmt war, unterwegs zu sein, wie war es für dich dann auch immer wieder trotzdem im Alltag, jeden Tag neu eine Beziehung mit Jesus zu pflegen, wo es auch wirklich darauf ankommt, irgendwie hey, drauf zu hören, was ist dran, aber trotzdem auch viel unterwegs sein, wie hast du es zusammengebracht und was ist vielleicht auch so dein Learning aus den letzten Jahren, lebendig mit Jesus unterwegs bleiben in einem vollen Terminkalender? Also ich glaube, jeder von uns kämpft in der Beziehung zu Jesus Christus, damit die intakt bleibt. Weil der Feind ist natürlich drauf und dran, uns da immer irgendwie was wichtiger werden lassen. Und deswegen, ich muss sagen, ich habe den schönsten Beruf, aber auch den beschissensten Beruf als Evangelist. Nämlich den schönsten, Leuten das Evangelium sagen und dann strahlende Augen zu sehen von denen, die zum Glauben kommen. Einfach toll. Gestern die Freiburger nach dem 2:1 gegen VfB, also was die gestrahlende Augen hatten. Ich hätte es ja mir anders gewünscht, aber jedenfalls, wenn dann einer zum Glauben kommt, da sind die Augen nochmal anders als nach so einem Fußballspiel, wo es ja, naja, es geht um irgendwas, um Klassenerhalt oder irgend sowas, aber wenn jemand kapiert hat, dass das ewige Leben
jetzt, weil Jesus den Zugang freigemacht hat, ihm gehört. Aber eben, es ist auch das Bescheuertste, ich muss in Ordnung sein mit Jesus. Also ich glaube, so als normaler Christ, was heißt normal, als einer, der so seine Jüngerschaft lebt, da kannst du auch mal 2-3 Wochen das Schludern mit Gott. Da kannst du so im Vorbeigehen sagen, gell, Herr Jesus, soll alles beim Alten bleiben. Aber dann bleibt es halt auch beim Alten. Gell, aber ich musste in Ordnung sein mit Jesus. Und ich weiß, manchmal bin ich dann vor einer evangelistischen Veranstaltung noch in den Waldweg gefahren und habe gesagt, Jesus, ich will alles, bloß jetzt nicht dein Wort weitersagen. Aber es ist so wichtig und jetzt schenk's mir, dass ich es nicht nur mache, sondern dass ich erlebe, dass dein Heiliger Geist es ist. Und deswegen diese Abhängigkeit von Jesus, das ist das gewesen, was mich die ganzen Jahre geprägt hat und wo ich jedem von euch auch sage, ey, wo sind die Evangelistinnen und Evangelisten? Tolle Berufung, toller Beruf. Man muss in Ordnung sein mit Jesus und das ist ja okay. Ja, wunderbar. Das nehmen wir gleich auf jeden Fall mit, immer wieder auch suchen und die Beziehung mit Jesus in Ordnung bringen und dann wieder neu vorangehen. Und jetzt freue ich mich, gleich deine Message zu hören über Römer 5 und was du mitgebracht hast. Und falls du hier im Saal oder online Fragen hast zur Predigt gleich, dann darfst du dich sehr gerne den QR-Code scannen und über Slido Fragen eintippen. Und dann werden wir uns danach nochmal drüber ins Gespräch kommen. Vielen Dank fürs Mithineinnehmen. Dankeschön. Ja, die Kraft des inneren Friedens, das soll im Grunde das sein, was ich als Herzenswort dann aus Römer 5 herausgehört habe. Keine Ahnung, wie es euch geht. Ich schlafe nachts saugut. Meine Frau sagt immer, wenn du eine Bettkante siehst, bist du schon weg. Aber nach meiner Krebs-OP und dadurch, dass die Prostata raus ist und alles nicht so glatt läuft, ist es bei mir so, dass ich zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal pro Nacht raus muss. Aber das Geschenk, ich gehe dann raus und lege mich wieder ins Bett und bin weg. Aber im Dezember war es eben anders. Meine Frau pflegt ihren Papa mit 92 mit ihren Brüdern zusammen und der lebt allein noch auf dem Bauernhof. Boah, das wird nicht einfacher. Mit 92 mal gucken, was noch wird. Und ich habe 9 Wochen Husten gehabt. Also nicht Corona, das war ja Pipifax, was ich da mit Corona erlebte. Aber dieser Husten, die letzten Herbst. Ey, das hat mich so geschlaucht und im Dezember, ich habe gehustet und konnte nicht mehr einschlafen, habe an den Opa gedacht, habe an die Familie von unserer Dorothee gedacht, habe an mich gedacht, an meine Frau gedacht. Und kennt ihr das Sorgenkarussell? Und deswegen dieser innere Frieden. Wow, das ist es. Vielleicht jetzt die erste Folie. Nämlich, es geht um Shalom. Es geht um das, dass uns da was geschenkt wird. Mein Freund Martin Buber übersetzt ja Shalom aus dem Hebräischen, die Gesamtheit des inneren und äußeren Wohlergehens. Beten, das merkt ihr doch auch von der Klassenarbeit oder so. Beten und wups, es ändert sich. Der Klassenlehrer, der ist nur noch nett zu euch und steckt euch vorher, was als Arbeit drankommt und so. Nee, das passiert ja nicht beim Gebet. Ihr müsst durch und vielleicht gibt es wieder eine 5. Aber Gebet und innen drin ändert sich was. Und so auch da im Dezember, als ich dann immer noch wach lag nach 4 Stunden. Dieses Geheimnis, dieses Geschenk zu erleben, was man letztlich gar nicht beschreiben kann, nämlich ringsherum hatte sich gar nichts verändert, aber innen drin. Wir sind ja in Westeuropa irgendwie von Karl Marx so irgendwie unterschwellig geprägt. Und Karl Marx hat ja gesagt, die äußeren Umstände müssen verändert werden, dann wird der Mensch glücklich. Wenn die gesellschaftlichen Dinge in Ordnung sind, dann geht es dem Menschen gut. Karl Marx, so ein Murks. Hier im Hebräischen ist eine andere Reihenfolge. Es fängt innen an.
Und deswegen, ich gratuliere dir, wenn du heute hier im Gottesdienst bist oder das auch nachher noch im Livestream siehst. Es wird sich wohl nicht alles um dich herum in deiner Situation ändern, wenn du die Beziehung zu Jesus Christus hast. Aber dieses Geschenk erleben zu dürfen vom Heiligen Geist, nämlich erstens, dass da Friede mit Gott ist. Zweitens, Friede in der jeweiligen Situation und Friede mit jedermann. Das ist das, was mich auch motiviert, immer wieder es weiterzusagen. Erstens, die Kraft des inneren Friedens, Frieden mit Gott. In Römer 5, 1 bis 2 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ich habe vorhin gefragt, wer so 50 oder so ist und älter. Könnt ihr euch noch erinnern, politisch, nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Waffen haben geschwiegen, aber man nannte es Kalter Krieg, weil Ostblock und Westblock haben nicht miteinander geredet. Und deswegen, gerade vor kurzem, traf ich wieder ein und habe mit ihm geredet. Und ich habe ihm dann gesagt, du bist im Krieg mit Gott. Und dann hat er mir gesagt, nee, also wenn es überhaupt einen Gott gibt, ich lasse den in Frieden, dann soll er mich gefälligst auch in Frieden lassen. Dann habe ich gesagt, nee, aber gerade das ist das Problem ja, dass wir Gott die kalte Schulter zeigen. Ich fahre im Moment einen Audi 100, 34 Jahre alt. Ha, eine umhäkelte Klorolle hinten drin. Und ein H-Kennzeichen. Ich darf mit der Dreckschleuger sogar nach Stuttgart rein. Jedenfalls ein tolles Auto. Und jetzt im Januar dachte ich, Klaus Wieder, tu dem mal was Gutes, dem Wagen. Und dann bin ich in eine Waschanlage gefahren und somit sogar unter Bodenschutz und so. Eine Riesenschlange hinter der Waschanlage, ich drin, das Tor öffnete sich, aber mein Auto sprang nicht an. Hinten haben sie gehupt wie verrückt und ich habe genudelt, aber du weißt ja, bei so einem 34 Jahre alten Auto ist die Batterie auch nicht das Beste. Jedenfalls, es kam nichts. Schwitzen wie verrückt und hinten hupen alle und sagen, was ist mit dem da? Und dann kam der Pächter oder Besitzer von der Waschanlage, ist in den Wagen gestiegen und ich habe gedacht, oh Bucky, jetzt macht er mich fertig. Nee, hat er gesagt, das war mein erstes Auto. Boah, ich habe den geliebt. Warum habe ich den damals weggegeben? Und ich habe gesagt, ja, ich kriege ihn nicht an. Und dann hat er gesagt, das ist ein altes Problem, hatte ich damals auch. Sobald da Feuchtigkeit in Vergaser oder was weiß ich wohin kommt und in der Waschanlage ist halt alles feucht, springt der halt nicht an. Und dann habe ich gesagt, aber sonst ist auf ihm Verlass. Und dann hat er gesagt, ja, auf den war noch Verlass, der rostet ja auch nicht. Ne? Aber sonst auf nichts ist mehr Verlass. Und da hat es bei mir geklingelt, da habe ich gedacht, boah, doch, auf Jesus, oder? Und auf sein Wort. Ich habe dann zu ihm gesagt, ob er an Jesus Christus glaubt. Und dann hat er gesagt, nee, Jesus Christus. War das nicht ein früherer Bundeskanzler der BRD? Er kam nämlich aus den neuen Bundesländern und er sagte, ich kenne den nicht. Hat das was mit Gott zu tun? Habe ich gesagt, ja, ja, das ist Gott. Und den zu kennen, darum geht's. Und dann hat er gesagt, nee, kenne ich nicht. Und dann habe ich gesagt, na dann sind Sie aber im Krieg, weil ich war ja in der Vorbereitung hier für den Text, dann sind Sie aber im Krieg mit Gott. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ich habe mit niemandem Krieg. Und dann habe ich gesagt, doch, genau das ist das. Die kalte Schulter. Und deswegen auch hier. Ihr habt im Konfirmandenunterricht gehört, man kann mit Jesus leben. Aber wenn dann der Alltag in der Schule wieder ganz anders aussieht oder daheim oder auch bei uns. Ich war so erschüttert, als letztes Jahr G7-Treffen war, hier bei uns in Deutschland, die Außenminister in Münster. Nach dem 30-jährigen Krieg, 30 Jahre Krieg, haben die sich da zum Westfälischen Frieden ja zusammengesetzt in diesem Saal. Und jetzt war G7 Außenministertreffen. Und die Baerbock hängt doch das Kreuz ab. Oder lässt es abhängen.
man grenzt Jesus aus. Und das ist Krieg. Gott nicht beachten, das ist Sünde. Getrennt sein von ihm. Und das geht nicht, das erzählt ja auch diesem Mann, mit dem ich da in meinem alten Oldtimer saß in der Waschanlage. Er braucht Jesus. Und nicht nur geschwind sagen, ach ja, jetzt lebe ich halt ein bisschen christlicher noch und so. Nee, sondern sich bekehren. Das alte Leben ablegen. Seine Schuld bekennen und sich Jesus Christus anzuvertrauen. Das ist es. Durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus habe ich Zugang zu Gott. Und nur dadurch. Und nicht, wenn wir mal in Not sind, beten und dann uns noch wundern, warum vielleicht das Gebet nicht irgendwo ankommt bei Gott. Wenn wir ihn so oft links liegen gelassen haben. Er aber hat die Initiative ergriffen. Oh, das ist sowas Enormes. Aber das gilt es anzunehmen. Und das ist das, was mich motiviert. Ich war unterwegs. An einem Ort, war kein Pfarrer, war vakant die Stelle, hatte Bibeltage und dann verstarb ein Gemeindeglied. Und dann haben sie gesagt, Klausita, kannst du den nicht beerdigen? Dann habe ich gesagt, gut, in jeder Kirche hängt irgendein Talar, der von Wanzen schon irgendwo heimgesucht wurde oder so, aber besorgt mir einen Talar und gebt mir eine Agenda, ich werde den doch schon beerdigen können. Und dann haben wir auch die Beerdigung gemacht, war alles in Ordnung. Wir waren schon draußen auf dem Friedhof und es hatte über Nacht gefroren. Und jetzt schien die Sonne und es wurde matschig ums Grab rum. Ich habe ja Cowboystiefel, also jetzt nicht mehr die langen, sondern da komme ich nicht mehr raus, wenn die Füße geschwollen sind, aber die halben trage. Auf jeden Fall, Cowboystiefel haben kein Profil. Während wir also da waren, der Sarg war schon im Grab und ich sprach den aaronitischen Segen, geriet ich ins Rutschen. Gut, geistesgegenwärtig bin ich mit wehmendem Talar über das offene Grab drüber gesprungen. Zum Glück nicht längs, sondern nur quer. Aber so eine peinliche Situation vergisst ja lieber. Also ich hatte das dann schnell verdrängt, aber dann saß ich am Schreibtisch daheim und dann rief jemand an und sagte, ach, Herr Mauer, Ihre Telefonnummer rauskriegen. Nicht meinen lieben Zell dürfen Sie die weitergeben wegen Datenschutz oder irgend sowas. Aber ich habe es gefunden in Wikipedia. Ich brauche Sie. Na, ich sage, toll, gerne, was ist denn Sache? Und dann sagte sie, ja, mein Mann ist verstorben. Ich habe dann natürlich Mitleid gezeigt und habe gesagt, ja, was hat das mit mir zu tun? Und dann sagte sie so am Telefon, Herr Mauer, ich habe mit meinem Mann über alles reden können, aber über den Glauben an Jesus Christus nicht. Er ist auch ab und zu mit in den Gottesdienst gegangen, gerade Weihnachten oder so, aber wie der nun stand so zu Jesus, weiß ich nicht. Aber ich will ihn doch im Himmel wiedersehen und deswegen können Sie ihn nicht beerdigen? Na, ich sagte, also gibt es denn da in Ihrer Gegend nicht genug Geistliche? Warum soll ich ihn da aus Remchingen angekommen und ihn beerdigen? Und da sagte die Frau, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er gläubig war, aber ich möchte gern Ihren Segenssprung, damit besiegelt ist, dass mein Mann im Himmel ist. Ich habe nur gelacht, peinliche Situation, aber ich habe gelacht, weil eine Liturgie und auch kein Segenssprung, ich habe ja auch nicht erklärt, wie diese Liturgie entstanden ist, bringt niemand in den Himmel, macht auch nicht den Zugang frei zu Gottes Herz, sondern allein das, dass Jesus am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Na, wegen meiner, deiner Schuld und Sünde starb er. Und wenn du ihm dein Leben gibst und dankst, dass er das für dich getan hat, dann hast du freien Zugang zu Gott und dann ist Friede mit Gott. Haben wir schon gewagt? Jetzt, heute, sprich ein Gebet. Und früher habe ich immer vorformulierte Gebete weitergegeben. Ach, ich glaube, die Form ist sowas von egal. Das Herz ist es. Ob du ehrlich bist. Und deswegen auch ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden und wir anderen, fahren wir nicht einfach wieder nach Hause.
sondern klären wir die wichtigste Sache, nämlich ob der Zugang frei ist zum Vaterherz. Dadurch wird sich nicht alles gleich spontan ändern und auflösen in Wohlgefallen. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Es wird Friede in der jeweiligen Situation möglich sein. In Römer 5 schreibt Paulus weiter, die Verse 3 bis 5, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. Das war ja damals Verfolgungszeit, als der Römerbrief geschrieben wurde. Vergleichbar vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine oder mit dem, was da Menschen im Moment durchmachen in Syrien oder in der Türkei nach dem Erdbeben, wo einer die andere umbringt, um überleben zu können. Und dann gibt es trotzdem Leute, die sagen immer, naja gut, das heute ist bescheuert, aber das gestern war gut und das morgen wird besser. Ich frage mich immer, woher nehmen die dieses Denken? Bleiben wir doch beim Ersten, nämlich wir sehen oft uns in die Vergangenheit. Ich fahre jetzt im März nach Madeira mit 46 Leuten auf eine Freizeit, toll. Ich war letzten Herbst in Lanzarote, oh mein Beruf ist toll. Aber wir waren in Lanzarote, ein Buffet. Oh, fürstlich. Eine Auswahl. Auch für die, die nicht Cortison nahmen, war das schon Gewichtszunahme. Aber dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, Herr Mauer, das Essen ist ja unmöglich. Und da habe ich gedacht, was ist die daheim? Und habe dann gefragt, ja, wie, warum? Und dann hat sie gesagt, ja, ich war mit der Liebenzellermission schon in Ecuador. Ich war schon in der Dominikanischen Republik. Ich war in Japan schon. Und überall gab es Wiener Schnitzel. Aber in Lanzarote nicht. Ich habe gelitten. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich gehe doch nicht nach Lanzarote, um Wiener Schnitzel zu essen. Aber merkt da, man denkt immer, Mensch, war das toll da. Aber dass in der Dominikanischen Republik eben zu viel Schnaken waren, dass sie total aufgefressen wurde von den Viechern, das erzählte sie erst nebenher. Das Paradies war nicht gestern. Auch nicht für euch, wenn ihr denkt, im Kindergarten war es einfacher, da gab es keine Klassenarbeiten. Oder hier, die ja im Moment studiert und sagt, boah, diese Ausarbeitung. Oder wir, wenn dann wieder Montag ist. Und du denkst, boah, wieder die Tretmühle. Die Vergangenheit wird oft glorifiziert. Und die Zukunft, wer sagt dir denn, dass es besser wird? Schwiegervater ist 92. Wird es da besser? Wenn es bei mir schon überall wackelt und ich jeden Morgen denke, es tut wieder was anderes weh? Und deswegen, die Glaubensgeschwister haben uns früher den Satz beigebracht, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Willst du das heute erleben? Deswegen bin ich nämlich gekommen, dass wir einander Mut machen, nicht auf irgendwann zu warten, dass mal besser wird, auch nicht nur denken, boah, es war früher besser, sondern dass wir es jetzt erleben. Ich habe ja letzten Jahr, ich hatte es ja erzählt, beim Pfingstmissionsfest 35 Bestrahlungen wegen Krebs. Das war so schlimm zum Schluss. Ich lag ja nur noch. Mir war schlecht. Ich hatte Fieber, Schüttelfrost, Darm war kaputt, Magen war kaputt, alles war kaputt. Und ich muss euch sagen, Gebet formulieren konnte ich nicht mehr. Aber ich habe aus Psalm 13 zwei Worte gehabt, nämlich, schau her. Das war mein einziges Gebet, was ich Gott entgegengeschleudert habe. In dem Wissen, er hat früher mal geholfen, dem Volk Israel und auch mir doch schon so oft. Und er hat uns Verheißungen gegeben auf morgen, aber es gilt heute, wenn er herschaut. Was kommt auf dich nächste Woche zu? Ein Arztbesuch? Oder musst du eine Entscheidung treffen?
Oder sind da Spannungen? Oder was gibt es an Herausforderungen, die schnell zu Überforderungen werden können? Nimm doch von heute Morgen mit diesen Frieden in der Situation, weil wir bitten dürfen, schau her! Und dann wird nicht alles eben boom, explodieren und nur noch klasse sein. Aber dann wird hier innen drin etwas anders werden. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich bin ja hier in Liebenzell ausgebildet worden und bei der Einsegnung, bei der Ordination, kriegt man immer ein Gotteswort mit auf den Weg, so für den Dienst. Und damals war schon klar, ich werde als Evangelist unterwegs sein. War total gespannt auf dieses Gotteswort. Und dann wurde mir das Gotteswort gegeben aus 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ein Evangelist, der stille ist? Da stimmt was nicht, oder? Ich habe mich gerieben an diesem Gotteswort und dachte, was soll das? Aber deswegen, Lukas, Dankeschön, genau das ist es. Wie sieht meine Verbindung aus zu Jesus Christus? Mein Freund Martin Buber hat mir da wieder geholfen, dieser Theologe aus dem jüdischen Bereich, der da übersetzt hat aus 2. Mose 14, 14, durch Gerinnen werdet ihr stark werden. Naja gut, dass das im Deutschen anders übersetzt ist, weil wer kennt heute noch den Gerinnungsprozess? Also ich habe homogenisierte Milch, ihr auch? Aber Schwiegereltern eben, wie gesagt, die hatten einen Hof. Und Milch von glücklichen Kühen, nicht erhitzt, wenn du die hinstellst, dieser Prozess ist gemeint mit der Verbindung zu Gott, nämlich stille sein, nicht passiv, sondern hochaktiv. Wenn die Milch da steht, sagen wir landläufig, wird sie sauer. Nee, da passiert was. Da scheidet sich was. Und da wird was fest. Rahm und Wasser, glaube ich. Und ich glaube, das ist es. Auch wir, die wir schon lange mit Jesus Christus leben, was schleicht sich da auch ein? An Zweifel? An Rebellion vielleicht gegenüber Gott, wenn unsere Lebensführungen durchstrichen werden? Lasst uns entscheiden von dem. Lasst es uns ablegen am Kreuz oder vielleicht in der Lebensbeichte mal bei einem, dem du vertraust, der dann im Namen Jesu die Vergebung zusprechen kann. Und dann nach diesem sich zu scheiden, fest zu werden im Vertrauen auf Jesus Christus, dass ich heute wieder hier stehen kann, nach diesen Bestrahlungen, nachdem das alles im Eimer war. Boah, ein Wunder. Toll. Gott kann doch Wunder tun, auch bei dir, bei dir, bei dir. Aber vielleicht macht das ein bisschen langsamer, als ich es will. Ah, mir ist Gott zu langsam. Aber er hat ja alle Zeit der Welt. Und er weiß zum Glück, wann was richtig ist. Kommen wir zum dritten noch. Die Kraft des inneren Friedens, die bewirkt dann auch dieser Friede mit jedermann, soweit es an uns liegt. In Römer 12, 18 steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt Frieden mit jedermann. Die Bibel ist doch sowas von ehrlich. Also mit jedem kannst du nicht Frieden halten. Selbst wenn du willst. Es gibt Leute, aber es liegt auch oft an mir, ob ich Frieden habe mit jedermann. Es liegt oft auch an mir. Schon im Volksmund heißt es, zum Streiten gehören immer zwei. Noch eine Beerdigung. So zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir Evangelisten nicht viel zu tun. Und ich war mal wieder da in Wilferding bei uns daheim. Und unser Pastor vor Ort hatte so viel mit den Weihnachtsfeiern und allem Möglichen. Jetzt verstarb eine Frau aus dem Seniorenheim, die lange Zeit zu uns Liebenzellern gehörte. Und die hatte wohl als letzten Willen geschrieben, einen Liebenzeller soll sie beerdigen. Kannte die Frau nicht. Bin aber Liebenzeller und er sagte, der Pastor, ey, du, ich habe so viel, kannst du die nicht beerdigen? Habe ich gesagt, na klar. Hab dann die Hinterbliebenen besucht und da hätte ich schon hellhörig werden müssen. Nämlich, ich habe dann mit ihnen gesprochen und habe dann nur die Frage gestellt, habt ihr auch schon einen Lebenslauf geschrieben von der Verstorbenen? Und dann sagten die, Himmels Willen, bloß nichts von der Verstorbenen da sagen.
Ich dachte, Beerdigung? Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sagen? Und dann haben sie gesagt, na, Gottes Wort, dafür werden sie doch bezahlt. Und dann habe ich gesagt, na ja, ganz so ist nicht, aber was für ein Gottes Wort? Und dann haben sie so irgendwo was hergekruschelt, Konfirmandenspruch, ging es um den Frieden. Ich hatte das vergessen, habe über den Frieden gesprochen, wie auch heute Morgen, und stand noch auf der Kanzel, hatte Amen gesagt, sprang doch eine Frau aus der ersten Reihe auf, zeigte in den Sarg, wo der Deckel offen war und man die Verstorbenen noch sah, zeigte da rein und sagte, aber mit der konnte man keinen Frieden halten. Eine andere, das war mein Glück, aus der ersten Reihe, paar Plätze daneben, also auch eine Verwandte wohl, die kam dann auch hoch von ihrem Sitz, zeigte zu mir, der ich immer noch auf der Kanzel stand, und sagte, aber was der da gesagt hat, das stimmt. Wenn ich gebetet habe, mit der habe ich sogar Frieden halten können. Denn das ist abgeblockt, was die da so an mich rangelabert hat. Ich war so durch den Wind. Eigentlich hätten Leichenchor singen müssen. Nee, Quatsch, so Rentner mit halber Lunge. Das habe ich total verschwitzt. Und habe dann bloß, glaube ich, gesagt, jetzt lassen wir den Streiten hier. Lasst uns die verstorbene Hülle noch auf den Gottesacker bringen oder irgend sowas. Aber nachher habe ich mitgekriegt, die war sowas von giftig zu allen. Ging wohl jeden Sonntag zu den lieben Zellern, solange sie konnte. Aber hatte mit jedem in der Verwandtschaft Streit. Und im Seniorenheim, als ich danach fragte, mit jedem war sie im Streit. Leute, das passt nicht. Sitzen hier auch Leute drin, die sagen, ich habe doch den Frieden mit Gott. Ich bin doch im Jetzt auch. Aber soll ich dich fragen, wie sieht's aus mit den Menschen um dich herum? Na klar, Römer 12, 18, nicht mit jedem können wir Frieden halten. Aber vielleicht gerade mit der oder mit dem, wo du auch denkst, mit dem kann man keinen Frieden halten. Wag's doch, wenn der Zugang frei ist zu Gott, kann dieses Geschenk gewirkt werden vom Heiligen Geist, dass etwas anders wird. Durch das Gebet ist Veränderung möglich. Und deswegen, ich lade dich heute hier an Christi Stadt ein, dass diese Veränderung eher wirken darf bei dir und bei mir. Und dann vielleicht auch bei dem anderen, mit dem du noch Streit hast. Ich bin jetzt 68 und mein Spruch im Moment ist, wenn ich jetzt, wann dann? Besser wird's dich. Jünger werde ich nicht. Kraftvoller werde ich auch nicht. Schöner auch nicht. Aber ich kann jetzt leben. Mit Jesus leben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich will auch für dich weiter unterwegs sein, solange du es willst. Willst du das auch jetzt sagen? Amen. Wir können anfangen.
an dir hält und dir ganz vertraut, dem gibst du deinen Frieden. Ein Frieden, der bleibt und der meine Zeit, du gibst mir deinen. Vielen Dank. Ich glaube, es war eine sehr eindrückliche Message. Vielen Dank dir. Und lass uns zum Schluss nochmal hier die Frage von Slido aufgreifen. Hier wurde geschrieben, was soll ich machen, wenn ich das Gefühl habe, keinen Frieden zu haben oder zu finden? Was ist dein Tipp? Also Martin Luther, auch einer meiner Freunde, hat gesagt,
Ja, dann sprich doch mit Gott. Das klingt so einfach. Aber vielleicht ist es das. Aber er hat dann weiter gesagt, aber es gibt auch Situationen, wo du dann den Bruder brauchst, die Schwester brauchst. Also jemand, der auch gläubig ist. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Anderen, also das Gegenüber, das dann zu suchen und miteinander zu reden und miteinander zu beten. Und wenn du es in der Gefühlswelt auch brauchst, dass dann der andere oder die andere dir sogar segnend die Hand auflegt und dann passiert irgendwas oder auch nichts. Aber Gottes Geist ist auf jeden Fall da und wirkt und dieses Vertrauen wächst wieder. Ja, wunderbar. Einfach nicht stehen zu bleiben und gar nichts zu tun, sondern voranzugehen und sich auf den Weg machen und auch im Gespräch mit anderen immer wieder vorangehen und sich danach ausstrecken, was Jesus bereithält. Was ist denn für dich ganz persönlich am Herausfordernden? Friede mit Gott, mit Situationen, mit den Mitmenschen und was hilft dir denn dabei auch irgendwie? Ich bin ein Norddeutscher, das habt ihr gemerkt, ich kann Hochdeutsch. Aber uns wird nachgesagt, wir schalten nicht immer das Gehirn ein, bevor wir reden. Und ich habe oft darunter gelitten, dass ich auch, wenn du die freie Rede hast, einen Satz sagt, der so Eigendynamik entwickelt. Und da eben aber auch nicht zu sagen, Herr Jesus, ich bin so, also ich rede gar nicht mehr, sondern zu sagen, Herr Jesus, jetzt schenk Geistesleitung. Und ich glaube, das ist es, ne? Nicht aufzugeben und auch nicht zu warten auf irgendeinen Knall, dass alles anders wird, sondern zu sagen, hier bin ich Gott und jetzt mach was aus meinem Leben. Und so viele sind hier, die haben noch viel im Leben vor sich und das mit Jesus und für Jesus und diese Bereitschaft ihm zu signalisieren und dann ist er dran und dann ist er auch dran. Hey, wunderbar, vielen Dank dir fürs nochmal auch drauf eingehen von vorne und hier gibt es viele weitere Fragen oder wer eine Vorführung von diesem Sprung möchte, wurde hier gefragt. Lass uns nach dem Gottesdienst nochmal austauschen und am besten nach vorne kommen. Und was ich dir auch echt nochmal mit auf den Weg geben möchte, wenn du heute einen Neustart irgendwie mit Jesus gemacht hast, ich glaube, den brauchen wir so oft immer wieder oder das erste Mal, dann bleib nicht alleine damit. Such jemanden, geh ins Gespräch damit und teile das Ganze. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, da ranzugehen und nicht es einfach wieder hinten runterfallen zu lassen und im Alltag vergessen. Und dann danke ich dir,